Und let's go. So, 100.000. 200.000. Hey Leute, war dir willkommen zu einer Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute in der Folge machen wir was, worauf ich mich wirklich freue. Denn heute in der Folge werden wir uns hardcore verschulden. Denn es gibt ja die Bananenplantage Affenbank. Und wenn man es noch weiter skillt, dann kann man Kredit aufnehmen. Das Ärgerliche dabei ist nur, man muss den Kredit auch zurückzahlen. Und heute in der Folge will ich einfach mal gucken, wie viel Kredit kann man eigentlich nehmen? Was ist das Limit davon? Und vor allem auch die Frage, wie lange dauert das dann, um den größten Kredit im gesamten Spiel abzuarbeiten? Weil ich will ja, mein Ziel für diese Folge ist es, am Ende schuldenfrei zu sein. Das ist mein großes Ziel für die Folge. Falls ihr mir dabei helfen wollt, könnt ihr übrigens auch mal sehr gerne den Abo-Button drücken. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So, auf welcher Map machen wir das denn? Ende der Straße ist noch offener. Wir machen Ende der Straße. Okay. So, ich würde sagen, für den Anfang cheaten wir auch ein bisschen. Also das heißt, dass ich mir einmal ein bisschen Geld einfach zuwerfe. Weil ich würde ganz gerne schon sehr früh eine Bank haben. Und da mogel ich jetzt ein bisschen für. So, und die machen wir. Ja, hier ist richtig viel Platz. Hier ist kolossal viel Platz. Bam, okay. Erste Bank, down. Perfekt. So, wir müssen natürlich auch noch ein bisschen skillen, dass wir überhaupt über die Runden kommen und die Runden schaffen. Aber wenn wir jetzt weiter auf die Banken gehen und alles, dann passt das schon. Dann ist alles gut. Komm. Was soll der Geiz? Bam. Noch eine Geldkiste. Und dann habe ich gleich alles voll und dann werden wir gleich einfach den übelsten Kredit aufnehmen. Wo ich bestimmt irgendwie 1000 Runden brauche, um den abzuarbeiten. Aber ja, wir machen heute was Spannendes. Hey, wir nehmen Kredit auf. Hey. Eben Dame ab. Sehr gut. 4 Stück haben wir jetzt schon am Start. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Da gibt es Schlechteres im Leben. Deutlich mehr, als ich dachte. Gut, jetzt hauen wir hier noch eine hin. Geht da rechts davon noch eine? Schade. Einfach hier hin. Das geht schon. Ist jetzt echt suboptimal, aber es geht schon klar. Fünffach geboostet, vierfach geboostet leider nur. Na komm. Ich gehe die extra Meile, wir machen dann hier noch einen hin. So, jetzt machen wir den jetzt zum Zornavatar. So, zack. Jetzt sind wir safe. Jetzt mal, es klingt ganz komisch, aber wir sind jetzt schon safe bis relativ nah an Runde 100. So overpowered sind die Ruinen. So, jetzt machen wir hier weiter. Mehr Money. Kann ich da nicht zwei reinmachen? Doch. Sehr gut. Oh, zu weit geskillt. Nee, passt. Ich muss eh so weit skillen. Nice. Aber ich will noch mehr Banken, Leute. Wir wollen es ja hardcore verschulden. Das ist ja das Ziel. Und ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück haben wir schon. Und wir haben noch so viel Platz. 23 Banken haben wir jetzt schon. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Aber da geht noch mehr. Na komm, ich lasse die Ecke da. Ich muss ja auch noch eine Einheit platzieren. Damit wir schaffen sollen, mache ich hier einmal den Sniper. Bam, bam. Easy, dann mache ich jetzt noch zweimal den Sniper. Schwupp. Nur damit wir safe sind. So, jetzt haben wir vor nichts Angst. Vor gar nichts. Gut, jetzt machen wir mehr. Mehrere Banken. Ich glaube, der Kredit wird nicht so hoch sein, wie man denkt. Also, der wird schon absurd hoch sein. Aber ich glaube, der wird nicht ganz so hoch sein, wie Leute vermuten. Weil in dem Millionenbereich geht es halt bestimmt nicht. Das wird schon ordentlich sein, aber es werden jetzt nicht irgendwie eine Million sein oder so. Also ich denke eher, es geht eher in Richtung... Ja, man könnte es ja ausrechnen, ne? Aber ich denke eher, es geht eher in die Richtung... 500.000 vielleicht, wenn ich alles voll habe. Ist halt schwer zu sagen, aber ich würde sagen, das ist eher was Realistisches. So, wir haben jetzt schon 27 Mal den Kredit. 28 mal den Kredit. Ich glaube, mein Facecam ist drüber. Ne, man sieht es noch. Ist top. Ist bis jetzt top. Ja, ich heb mal kurz ab, dass wir jetzt hier mehr Kredite machen können und nicht warten müssen. Jetzt noch mehr Plantagen. Nee. Auch wenn ich jetzt im rechten verkaufe, da geht nicht viel mehr. Wir können 42 mal den Kredit aufnehmen. Das ist, glaube ich, das Limit. Ohne Scheiß. Okay. Gut, ich würde sagen, in Runde 80 nehmen wir dann den größten Kredit in der Geschichte von Bloons Tower Defense auf. Ich kann nur mal durch die Map fliegen und gucken, ob wir irgendwo was finden, wo wir was platzieren können. Da oben sieht es halt so aus, aber es geht leider nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Das ist ja so eng. Ich könnte... Nee, das könnte ich nicht. Da könnte ich auch nicht. Nee. Nee, okay.
Nach Runde 80, Leute. Das ist jetzt noch Runde 80 und dann ist es soweit. Ich skill auch mal kurz von mir aus auf die Lähmung. Bam. Wir haben 28.000. Achtet auf das Geld. Ich klicke jetzt so schnell ich kann. Das wird aber einfach hardcore anstrengend. Und let's go. So, 100.000. 200.000. Und 300.000 gerade mal. Das ist ja nichts. Moment, kann ich vielleicht die Bank verkaufen? Eine neue machen? Und wieder einen Kredit aufnehmen dann? Geht das? Weil der Krediteffekt bleibt ja. Quasi mit einem Schlag sind wir Millionär geworden. Aber da geht doch noch mehr. Ich kann die Bank nur noch härter ausquetschen. Okay, Fähigkeit, komm. Habt ihr wieder aufgeladen? Kann ich euch ballern? Kann ich euch ballern? Der Kredit läuft halt auch wieder. Komm. Ja, okay, es geht. Okay. Dann können wir das hingegen doch noch höher stapeln. 360.000, ja. Dann können wir das richtig hochstapeln, weil dann kann ich einfach nach jedem Zug nochmal alle Banken neu platzieren. Wir können das mit der Taktik auf 1 Million hochstapeln. Es ist viel Arbeit, es ist viel Klickerei. Aber die Schulden bleiben ja, auch wenn ich die Bank verkaufe. Ich zauber mal kurz alle weg. 3, 2, 1. Alter, ist die ganze Klickerei viel Arbeit. Okay, jetzt machen wir nochmal alles neu. Das machen wir aber auch mit Zauberei. 3, 2, 1. Okay. Ich hab's jetzt echt nicht mit so viel Liebe platziert, weil ich muss es bestimmt noch 3-4 Mal komplett neu machen. Und es ist halt wirklich viel Klickerei, es ist viel Arbeit. Und ich hasse auch gerade, wie schnell die Schulden abgebaut werden. Okay, aber zum Glück werden ja gleich alle Fähigkeiten zeitgleich bereit. Wenn ich dann noch 100.000 Schulden hab, hätte ich ja dann im Schuldenrennen Gewinn gemacht und ich will ja Schulden machen. Und das sieht gar nicht schlecht aus. Ich denke, wir sind bei so 150.000 Schulden. Und dann kann ich ja gleich nochmal alles raushauen. Dann muss ich nochmal alle Banken platzieren. Aber wir machen das. So, okay, kann ich jetzt schon ballern? Ja. Ballern. So. Ach, durchs Verkaufen. Oh, oh. Leute, mir ist gerade was aufgefallen. Was einfach unseren gesamten Plan zerstört. Und zwar, wenn wir verkaufen, dann werden die Schulden abgebaut. Weil dadurch kann ich nicht so viel Gewinn machen, wie ich eigentlich möchte. Also, was heißt Gewinn? Schulden aufbauen. Ich kann so nicht jetzt so viel Schulden aufbauen, wie ich möchte. Und das ist ein bisschen doof. Ich würde sagen, noch einen Schuldenlauf machen wir. Okay, let's go. Jetzt noch einen Schuldenlauf. Und dann müssten wir über 500.000 sein. Was ja eigentlich... Es ist mein kleines Ziel für die Folge. 1 Million kriegen wir nicht hin bis Runde 100. Aber 500.000 kriegen wir hin. Das ist mein Ziel. Einmal 500.000 Schulden zu haben. Und dann bin ich zufrieden. Falls ihr nicht zufrieden seid, tut mir leid. Aber ich gebe hier gerade alles. Ich klicke hier gerade seit 2 Milliarden Jahren. So, Optimierung. Kann ich ein Planschbecken hier platzieren? Hier, Planschbecken. Planschbecken irgendwo. Nein, nirgendwo. Mist, das wäre nämlich eine schöne Optimierung gewesen. Na gut, dann machen wir hier weiter. Runde 93. Die Schulden bauen sich halt gerade ab. Das tut so weh. Das tut so weh zuzusehen, wie die Schulden runtergehen. Nein, bleibt doch noch ein bisschen Schulden. Es ist so schön mit euch. Bleibt doch noch eine Weile. So, hier können wir gleich einmal ballern. Und das braucht noch eine Runde extra. Schulden. Bleibt doch noch über 300.000. Wollt ihr nicht ein bisschen bleiben? Ist doch cool, ein bisschen verschuldet zu sein. So. Jetzt kommt gleich die Armee, dass wir nochmal klicken können. Und das muss reichen. Komm, bitte. Bitte, über 500.000. Komm, bitte. Bitte, 430. 500.000! Wir haben's! 530.000 Schulden haben wir jetzt. Wir haben es geschafft, eine 500.000 Schulden hinzukriegen. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Bin ich sehr happy mit. Akzeptiere ich. Und ich würde sagen, wir räumen jetzt auch mal kurz mit ein bisschen Stil auf. Mit ein bisschen Stil aufräumen. So, jetzt machen wir hier Reichweite. Bam, bam, bam. Und bam, bam. Für Runde 100 aber brauchen wir nicht. Der wird früher kaputt gehen. Und dann haben wir es geschafft. Für Runde 100. Kurzweilig. Oh Gott. Stopp. Nein! Spiel! Der Sonnengott hat einfach mein Affendorf geopfert und deswegen ging es nicht. Ich habe mich schon gefragt, warum der es nicht hingekriegt hat. Ist leicht belastend, ja. Und jetzt sehen wir mal den Vergleich, wenn wir ihn angreifen können. Oh, er wird einfach gelasert. Einmal. Bäm. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und das war's. Ah, okay. Nochmal Echtgeld rausgeballert, aber wir haben es geschafft und hatten einmal kurz 500.000 Schulden. Okay, ich gucke jetzt auch nochmal kurz, wie lange wir brauchen, um 500.000 Schulden abzubauen. Das machen wir aber, glaube ich, im Schnelldurchlauf.
Weil das müsst ihr, glaube ich, nicht zugucken, wie wir jetzt hier schuldenmäßig rumkrüppeln. Ich will euch das nicht antun. Okay, 40.000 Schulden haben wir noch. Ich habe mir auch überlegt, ich lasse einfach mal gleich durchlaufen. Dass ich euch Runde 200 zeigen kann. Das skippen wir aber dann komplett. Ich will nur kurz gucken, weil ich die Schulden abgebaut habe. Und dann springen wir in Runde 200. Weil es gibt ein paar Leute, die haben Runde 200 noch nicht gesehen. Ich glaube, ich auch noch nicht. Ich glaube, ich habe mich noch nie hingesetzt und habe mir Runde 200 angeguckt. Aber das sehen wir dann gleich. Und ist auch gar nicht so spektakulär, tatsächlich. Aber sehen wir dann ja gleich. 11.000 Schulden. Wir sind gleich schuldenfrei, Leute. Wir sind gleich schuldenfrei. Wir mussten nur 144 Runden leiden. Gleich haben wir es. Okay, 1.000 Schulden. Komm, 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 komm. Schuldenfrei. Schuldenfrei. Okay. Also, um ungefähr 500.000 Schulden abzubauen, braucht man 50 Runden Spielzeit ungefähr. Ist eine Menge. So, und jetzt teleportieren wir uns noch in Runde 200, damit ihr mal alle Runde 200 seht und sagen könnt, ey, ich habe Runde 200 gesehen. Das braucht ein bisschen Zeit, aber die gönnen wir uns, würde ich sagen, einfach mal. Okay, wir sind jetzt in Runde 191 und das Ding ist einfach, die Runden dauern zu lange. Also, falls ihr euch mal fragt, ey, Bardor, warum machst du nicht mal eine Runde, wo du bis Runde 999 spielst? Die Antwort ist einfach, es dauert zu lange. Es macht keinen Sinn. Aber fairerweise, ich kann meine Maus noch sehen. Normal verliert man die ja aus den Augen, noch kann ich sie sehen. Ja gut. Die Runde jetzt haben wir aber auch dann im Sack und dann sind wir dann gleich in Runde 200. Hat nur ungefähr eine Stunde gedauert. Oder? Wie spät haben wir? Ja doch. Kommt hin. 40 Minuten. 40 Minuten nach meiner Ansage, dass ich Runde 200 machen will, sind vergangen. Und jetzt haben wir Runde 200. Let's go. Let's go. Bam. Jetzt will ich mit Waffen mal komplett raushauen. Ist doch jetzt nur einer, glaube ich, ne? Halt ein extrem gepanzerter, aber ist nur einer. Das macht es auf jeden Fall leichter. Falls wir den kaputt kriegen. Weil gerade schlägt er sich ja sehr gut und ist sehr lebendig. Ich habe natürlich noch 200.000 über. Soll ich das rausballern? Für was denn? Für was denn ist die Frage? Ah, da kommt noch einer. Oh, okay. Oh, vielleicht kriegen wir die Runde ja gar nicht hin. Weil ich merke gerade, dass hier ein bisschen gestruggelt wird. Hilfe. So. Aus den Waffen. Nochmal der Phönix. Nochmal hier das. Nochmal Marineboy. Nochmal hier das. Eventuell kriegen wir Runde 200 nicht hin. Auch wenn der Bildschirm wird. Ich meine, eigentlich willst du auch nur ganz viele von den Tempeln spammen. Ich habe gerade mal, glaube ich, zwei davon. Ich kann es nicht erkennen. Der Bildschirm ist so zugemüllt. Habe ich den einen Moab gekillt? Ich glaube ja, ich sehe ihn irgendwo. Ich bin einen Moab, haben wir gekillt. Ne, BAD heißen die ja. Gut, und jetzt noch den killen. Dann haben wir Runde 200 am Start. Bildschirm eingefroren mal wieder. Lebt der noch? Lebt denn der alte Holzfäller noch? Der lebt noch, okay. Ja, es ist einfach gar kein Genuss. Es ist einfach gar kein Genuss. Weil es einfach wirklich nur Arbeit. So. Für Runde 200 gibt es aber noch einen Insta-Affen. Dankeschön. Aber es ist nichts. Aber gut, dann würde ich sagen, Leute. Sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. 500.000 Schulden habe ich hingekriegt. Haben wir abgebaut gekriegt. Hat nur 50 Runden gedauert. Runde 200 habe ich gezeigt. Ich denke, es ist ein solides Video. Wir sehen es dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.